Schön, dass ihr wieder da seid und mit mir ein neues Video zuhören wollt und schauen wollt. Heute habe ich ein schönes Buch rausgesucht, eine achtsame Weihnachtszeit. Achtsam durch die Weihnachtszeit. Und ich habe mir eine kleine, aber feine Weihnachtsgeschichte für euch ausgesucht und möchte die euch vorlesen. Ich hoffe, ihr habt es euch schon bequem gemacht und könnt euch ein bisschen entspannen und der Geschichte folgen. Okay. Die Geschichte heißt Der glückliche Pechvogel, eine kleine Weihnachtsgeschichte. Die spanische Weihnachtslotterie mit ihren singenden Glücksfeen ist eine der ältesten und bekanntesten Lotterien der Welt. Sie hat schon viele große und kleine Geschichten hervorgebracht. Doch 2011 ereignete sich eine ganz besondere. In jenem Jahr nämlich gewann ein ganzes Dorf, alle Einwohner Sudetos hatten ein Los gekauft und freuten sich jeweils über ca. 50.000 Euro. Genauer gesagt, alle Einwohner bis auf einen. Kostas Mitsotakis, ein griechischstämmiger Mann, der seiner Freundin vor Jahren ins spanische Hinterland gefolgt war. Nicht, dass er das Geld auf seinen maroden Bauernhof nicht hätte gebrauchen können. Es war ihm auch ein Rätsel, warum er kein Los gekauft hatte. Dennoch wollte er keine Almosen. Und zunächst machte es auch den Anschein, dass er keine zu erwarten hatte. Doch mit der Zeit häuften sich Vorkommnisse wie eine von Unbekannten beglichene Autoreparatur oder ein sehr guter Verkaufspreis für ungenutztes Land. Der Pechvogel ist heute ein glücklicher Mann, nicht der anonymen Aufmerksamkeit wegen, sondern aufgrund der Erkenntnis, dass Glück keine Frage von richtigen Losnummern in der Weihnachtslotterie ist, sondern der Gewissheit, nicht allein zu sein. Bleiben Sie achtsam für Ihre Mitmenschen. Meistens ist es ganz leicht. Schenken Sie ein Lächeln, ein wenig Ihrer Zeit, ein offenes Ohr oder was sonst gerade gebraucht wird. Opfern Sie sich dabei nicht auf, sondern lauschen Sie in sich hinein. Und finden Sie heraus, was Sie geben können. Welche
reichen Teil ihres Lottogewinns sie entbehren möchten. Und befreien sie sich von dem Gedanken, es könnte nicht genug sein. Jeder kann einen Unterschied machen, egal wie groß oder klein. Das war eine kleine Weihnachtsgeschichte aus diesem Buch hier. Ich guck mal, ob ich vielleicht noch eine kleine finde, wenn ihr wollt. Wollt ihr noch eine hören? Ja? Oder reicht das? Ich soll noch gucken? Ja? Okay. Ich schau mal. Und zwar heißt die Geschichte Ein leerer Platz, eine kleine Weihnachtsgeschichte. Die Wurzeln seiner Familie reichen tief und weit nach Schlesien, wenngleich er selbst keinen Kontakt mit diesem Zweig seiner Verwandtschaft hatte, packte ihn irgendwann die Neugier. Also kam er einem schon vor langer Zeit ausgesprochenen Wunsch nach und folgte einer Einladung zum Weihnachtsfest. Der Empfang war sehr herzlich, obwohl, oder wie er später lernte, gerade weil er im Grunde ein Fremder war. Zwar beherrschte er weder die Sprache noch die Bräuche, aber mit Händen, Füßen und viel Lachen fanden sie doch ein Auskommen. Als schließlich der Weihnachtsabend gekommen war und er sich an den gedeckten Tisch setzte, bemerkte er ein auffallend reiches, aber herrenloses Gedeck. Er zählte die anwesenden Gäste und Gastgeber noch einmal nach, stellte aber fest, dass es, selbst als der erste Gang bereits aufgetragen war, unbenutzt blieb. Da eine ebenfalls von ferne angereiste Freundin der Familie und er schon in den Tagen zuvor ein Auge aufeinander geworfen hatten, wollte er ihr eine Freude bereiten und nutzte einen Moment ihrer Abwesenheit, um ihr Gedeck gegen das weit kostbare auszutauschen. Von diesem Augenblick an wirkte die allgemeine Stimmung seltsam gedrückt. Erst am nächsten Morgen erklärte man ihm persönlich, der Platz sei nicht leer gewesen, sondern mit all jenen besetzt, die noch kommen könnten, nicht kommen können oder einen Stuhl an der Tafel verdienten. Das Gedeck sei wichtiger als alle anderen. Seither gelten seine Gedanken und Wünsche an Weihnachten vor allem jenen, die nicht mit uns feiern. Das ist auch ein schöner Brauch, eine schöne Geschichte, finde ich. Oder? Mal gucken, was wir hier noch haben.
Weihnachten hat viele Farben. Für zahlreiche Menschen ist Weihnachten eine sehr kreative Zeit. Gemütlich zu Hause bei Plätzchen, Tee und Weihnachtsmusik wird genäht, gemalt und gebastelt, was das Zeug hält. Meistens entstehen dabei liebevolle Geschenke, aber auch als Selbstzweck halten kreative Projekte viel Wertvolles für sie bereit. Kreativ zu sein, konzentriert die Gedanken, entspannt, Hektik und Stress fallen von ihnen ab. Dafür muss es nicht gleich ein Pullover oder ein Ölgemälde sein. Ausmalbilder, wie Sie sie auch in diesem Buch finden, sind perfekt für kleine, achtsam kreative Ruhepausen. Wenn Sie mögen, fangen Sie direkt heute auf dieser Seite an. Wenn es hier so auszumalen ist, sind mehrere Ausmalbücher, Bilder hier drinnen. Ich schau mal, was hier noch so ist. Sind erleuchtet. Keine Angst vor fremden Menschen. Heiligabende. Schöne Momente besser bewahren. Sind ja auch so ein paar Rezepte, Backrezepte. Eine Frage: Was ist für Sie der schönste Moment an Heiligabend? Leider vergeuden wir größere Teile unseres Lebens damit, unsere Gedanken um ein Problem kreisen zu lassen. Zu doof, dass Onkel Robert sich als einziger weigert, einen Wunschzettel zu schreiben. Manchmal sogar nur, um ein potenzielles Problem, das vielleicht gar nicht eintreten wird. Was, wenn das Päckchen nicht rechtzeitig ankommt? Die Stimmung ist dabei des Öfteren leicht getrübt, weil etwas im Tages- oder Wochenplan gerade nicht so läuft, wie wir uns vorstellen. Bei Licht betrachtet, schränkt eigentlich fast immer etwas das Befinden ein, weshalb es eigentlich sinnlos ist, auf den Tag zu warten, an dem sich alle Sorgen aufgelöst haben und alle Aufgaben erledigt sind. Denn nach Heiligabend kommt ja noch die Semesterplanung. Dann hat vielleicht schon wieder jemand Geburtstag und so weiter und so fort. Da dieser sorgenfreie Tag also ohnehin so schnell nicht eintreten wird, ist es doch viel schöner, öfter mal zu sagen, nicht so wichtig. Ich nehme die Situation so, wie sie gerade ist. Und Onkel Robert schenke ich einfach einen Buchgutschein. Also, alles nicht so wichtig nehmen.
viele Achtsamkeitsübungen drin. Meine achtsame Weihnachtszeit. Ich hoffe, euch hat das Buch gefallen, die zwei Geschichten. Bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Bye, bye, passt auf euch auf. Eure Ina.